KI ist ja je nach Betrachtungsweise noch ein relativ neues Thema. Und ich hätte zum jetzigen Zeitpunkt auf alle Fälle Vorbehalte, wenn das ein reiner Automatismus wäre. Nur begleitend, also Begleitung für den Operateur. Und der Operateur müsste für mich aus heutiger Sicht immer die Oberhand haben. Er müsste den Knopf haben, wo er dem Roboter lahmlegt. Der Mensch führt, bis auf Weiteres, hoffentlich. Aber die KI wird den Menschen irgendwann überholen. Also ich habe mir darüber nie Gedanken machen müssen, aber why not? Ja, weil ich ja weiß, dass der OB-Roboter bei mir nicht unbedingt selbst was macht, sondern der Chef oder der Operateur das entscheidet. Ja, wenn er richtig eingestellt ist, ja. Der Operationssaal wird bestimmt von dieser Intelligenz auf jeden Fall profitieren. Und ich bin der Meinung, dass es etwas Gutes ist. Als Unterstützung der Entscheidungsfindung, die dann durch einen Menschen durchgeführt wird, wäre für mich für die nächsten Jahre akzeptabel. Und dann wird man einfach wieder sehen, wie es weitergeht. KI ist ein Modewort. Alles machen wir mit KI. Aber wir werden nicht alles mit KI machen können. Und wir werden weiterhin den erfahrenen Operateur benötigen, der dem Roboter dann letztendlich auf die Finger guckt. Ich glaube, das wäre wahrscheinlich die bessere Lösung. Ja. Diese Kombination aus dem menschlichen Verhalten und eben dem Roboter. Auf jeden Fall. Weil ein Roboter mit Sicherheit exakter ist als jeder Mensch. Ja, natürlich, der Operateur muss dabei sein. Ich weiß aber, wenn ein Auto zusammengesetzt wird, dann kann es bei einem Menschen passieren, dass er irgendetwas einmal vergisst. Ein Roboter vergisst nichts.